Hallo und herzlich willkommen zu Folge 200 von Bravely Default, ein wirklich langes LP, wie ich sagen muss. Und wie ich euch schon gesagt habe, werden wir hier jetzt in den Kampf treten gegen diese Gegner, die hier sind. Ich habe leider gemerkt, ich habe nur zwei, die ich mit meinem optionalen Team hier attackieren kann. Deswegen schauen wir einfach mal, was wir hier so haben. So, erstmal diagnostizieren wir das. 20.000 Schwäche Feuer, Gattung Flieger. Okay. Dann hauen und schlagen wir mal. Und ihr beide verteidigt euch weiter. So, Feuerschwäche immer noch. Na, jetzt hat sie BP geklaut, das ist natürlich nicht so toll. Spiritualismus. Na, dann mach das mal. Mal sehen. So. Attributslag. Ach du Schande. Dann. Sanktum. Und wenn er immer noch gegen Feuer empfindlich ist. Zack. Das dürfte kein allzu schwerer Kampf sein. Ja, wir kriegen kaum Schaden. Bam. Noch 400. Ja, das war jetzt nicht so der Extremkampf, den man fürchten musste. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Das ist nämlich dieser 50er hier. Gegen den kämpfe ich jetzt auch. Von dem habe ich keine Ahnung. Deswegen werden wir mal auf einem niedrigen Level bleiben und 150.000 Schwäche Wasser, Gattung Dämon. So, alle mal hochgeheilt. Na, der Hieb ist ja noch annehmbar. So. Verteidige dich weiter. Du bist hier der Magier. Der Heiler. Aber er ist ein schlechter Heiler. So, dann gucken wir mal bei dir, Aiska. Und Fähigkeit. Sie greift an und das klingt doch gut. Dämon war's. Müsste das eigentlich auch Schaden zufügen. Sieht schon seltsam aus, weil der so groß ist. Zorn. Oh. Okay, ich verstehe schon, die verfallenen Tobsucht. Wo ist Mediga? Muss ich da? Was nicht unbedingt schlecht ist. Aber der hat diese Zornfähigkeit. Das ist auch, das ist nicht ganz, BP klauen? So. Jetzt kommen.
kann doch hier ein Eisgall landen. Okay, Kraftklinge 1, 2, 3, das... ist alles nicht unbedingt so gut. So. Naja, wenn Tis weiter angreift, ist ja alles okay. Du kannst vielleicht mal... Nee, das bringt nichts. So. Der BP-Boost ist gar nicht mehr so schlecht. Oh, verdammt, jetzt hat er... Jetzt ist er ja fast wieder voll. Mal sehen, du kannst jetzt eigentlich auch mal eine kleine Heilung raushauen. Okay. So. Dann... ein Turbo-Ether und noch ein Erzengel. Okay, das war jetzt nicht fair. Gut, wir tun ihm gerade nicht wirklich viel Schaden anrichten. Halt, Eisgar wäre immer noch nicht schlecht. So. Ich hoffe, das passt so. Okay, die Heilung läuft. Puh, der kann endlich mal wieder was machen. Oh je, und sie hat ja überhaupt keinen Mana. Ah, vielleicht habe ich... Ich hoffe, ich habe bei ihm das Special schon ausgebaut. Das ist das erste Mal, dass wir das von jemand anderem sehen. Ja, gut, es ist ausgebaut. Und sie hat es gerade auch bekommen. Dann ist es ja schon mal kein Problem. Oh je. Ja, genau, das war der Punkt. Blutdurst. Entzug und angreifen. Ach verdammt, Ringlebell hat's nicht überlebt. Dann ist wahrscheinlich
das hier und das hier die beste Möglichkeit. Gut. So. Und ich weiß, dass sie bei der Genesung alle wiederbelebt. Siebentausend. Ja, okay. Während das eine noch aktiv ist zu hauen, ist natürlich eine andere Sache als wenn sie da selber drauf haut. Okay, so. Wie ich vorhin schon anfangen wollte. So. Mein Gott, das dauert aber. Okay, Medica, so. Oh nee, jetzt muss er das gerade machen und natürlich gleich mit einem kritischen anfangen. Ist aber nicht so schlimm, finde ich. Außer du haust natürlich wieder alle um. Das ist natürlich dann wieder mal das Typische. Halt. Wir brauchen den ganz großen. Wir brauchen den größten Shit. So. Er hat sogar den Schwachpunkt. Habe ich Wasser eingestellt. So. Komm. So, und du bleibst als Schwarzmagier. Oh je, das ist nicht gut. Okay. So. So, komm. Die Musik muss noch laufen. Na, verdammt. Na, no, noch 45.000. Die Bosse brauchen jetzt länger als gedacht. Okay. So, heilen wir uns ein bisschen. Jetzt kommt natürlich wieder der Schrott.
es ist natürlich doof. Aber Agnes kann als Heilerin ziemlich effektiv sein. So, dann machen wir mal das wieder. Dann hier ein Erzengel. Und eine Heilung und greifen wir weiter an. Ah, mein Gott. Es ist einfach nicht hinbekommen. Boah, wenn Agnes jetzt wieder da rein verfallen wäre, das wäre ja... so. Dass Satan auch so stark sein muss, was jetzt so, wenn ich es ausspreche, eigentlich ziemlich doof klingt. Okay. Eisker. So. Tja. Wir sind da ziemlich gut dabei. Bloß diese elende Rache immer. Das ist sehr doof. Und er hat genug. So. Okay, das ist natürlich total sinnfrei in dem Fall. So. Ja, jetzt schlägt er wieder zu, das ist schon mal gut. Also, dass er jetzt zuschlägt und wir noch im Verteidigungsmodus sind, größtenteils. Ach du Scheiße. So. Gut. Oh, zum Glück hat sie noch den Song abgekriegt. Oh, also Satan ist echt... Oh, wobei, er hat nur noch 13.000. 9.000. Es geht dem Ende entgegen. 6.000 noch. Ja, und das dürfte ein Ende sogar sein. Perfekt. Ha, Satan besiegt. 6.000 Erfahrung. Nicht schlecht. Und natürlich die typischen 999 Jobpunkte. Er kann endlich Wassertoleranz. Und Engelsschutz. Du solltest mir lieber irgendwie Weißmagiestufe, was weiß ich, wie viel lernen. Ja, da gibt's was. So, und jetzt gucken wir mal. Wir haben, glaube ich, nur noch 70er. Und 80er. Oh je. Also, ich gehe mal einen 70er an, aber ich glaube, vielleicht werden wir auch doch wieder darauf zurückgreifen, was wir die ganze Zeit getan haben. Zum einen, du gehst mal auf Schwarz- und Weiß-Magie. Ich denke, da kann er fast schon bessere Sachen. Nee. Okay, Weiß-Magie. Ja, das passt so. Bei dir ist halt Wassertoleranz. Ich, gegen was kämpfen wir? Vielleicht kann ich mir vorher Informationen holen. Also, das sind immer...
Ich könnte mir. Na! Ah! Nein! Jetzt kämpfe ich gegen ihn. Na, egal. Ja. Dreihunderttausend Wasserwind, Gattung Aqua. Okay. So. Das war vielleicht übertrieben. Aber ich glaube. Okay, der Typ hat einen super Schlag drauf mal wieder. Gut, dass wir hier das wenigstens haben. Eisgar. So, Tiss ist geheilt. Macht auf jeden Fall schon mal gut Schaden, der Zauber. Okay, du willst mich hier total veralbern. Dann machen wir mal das Gegenteil. So. Ah, verdammt, er trägt die falsche Waffe. Du warst im Höllenschlund gefangen? Und was mache ich jetzt? Okay, sie wurde entlassen und mein Handy piepst gerade die ganze Zeit. Okay. Muss wohl Agnes angreifen. Mir geht das Mana aus. Oh Mann. Das ist ja ein Spaß. Halt. Okay. Der Typ ist. Moment. Ich kann nur da was anlegen. Ja, das ist natürlich doof. So. Okay. Jetzt ist der Ofen aus. Die Gruppe wurde. Okay. Okay, das bedeutet aber auch, dass meine vorherigen Kämpfe auch ausfallen. Ja, das war's mit einem Special. Ja, die sind noch da. Tja. Ich werde die wohl nochmal machen, aber ich glaube, das Special hat sich jetzt erledigt. Die Gegner sind doch vielleicht ein bisschen zu stark. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht noch ja eine bessere Ausrüstung finde. Ich bin ja mit der. Es war ja aus Versehen. Aber naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Gegner, die werden hier immer stärker.
Und ich muss irgendwie gegen den Sage ankommen. Das werden wir aber erst in der nächsten Folge herausfinden. Bis dahin, tschüss.